Ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Bude. Mein Urlaub ist jetzt rum, etwas früher als angekündigt, aber das macht nicht viel aus. Und es ist nach allem, was ich gesehen habe, Zeit, dass wir den Günther aus der Dönerbude Community Discord beziehungsweise die Walross-Gilde eröffnen. An sich kann man es hier natürlich kurz machen. Der Link ist in der Beschreibung. Ich freue mich über jeden, der beitreten will. Und deswegen gerne beitreten. Ich werde hier im Video jetzt noch kurz den Server ein bisschen vorstellen. Ihr seht hier hoffentlich einen Screenshot. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Channel, die alle verschieden genutzt sind. Arctis General ist eben der General Chat. Man kann reden über was man will, ist der Eingang. Dort werden neue Mitglieder angezeigt. Es ist nun mal der Standard-Chat. Das sagt auch die Beschreibung, redet über alles, was ihr wollt. Das ist halt der General-Chat. Wir haben das Gaming-Zimmer allgemein. Auch die Beschreibung. Hier geht es um Videospiele, die keinen eigenen Channel haben. Also redet einfach über was ihr wollt, würde ich mal behaupten, ne? Also, nee, würde ich nicht behaupten, Alter. Man merkt, ich bin gerade aus dem Urlaub zurück. Ich bin komplett durch. Ja, hier könnt ihr über Videospiele reden, die eben keinen eigenen Channel haben, über die ihr euch unterhalten wollt. Egal welche Plattform es ist, egal was genau es ist, unterhaltet euch drüber. Aber natürlich kann ich nicht versprechen, dass es noch irgendjemand anderen geben wird, der es spielt, wenn ihr es nicht genau wisst. Dann natürlich, das ist... Die Beschreibung sagt eigentlich genau das, was ich hier auch sagen muss. Auf meinem Server darf kein Pokémon Mystery Dungeon Channel fehlen. Das ist klar. Und dafür haben wir PMD Silberdorf. Hier kann man über die Mystery Dungeon Reihe reden, wenn man möchte. Auch natürlich gerne über die Walross Edition. Man kann Fragen stellen, sich Tipps suchen. Einfach alles, was mit Pokémon Mystery Dungeon zu tun hat. Der Smash Bros. Ring. Der Ring für all die Smasher unter euch. Unterhaltet euch über das Spiel oder macht Wi-Fi-Sessions aus. Hier findet ihr vielleicht ein paar Leute, die gerne Smash Bros. Zocken, gegen die ihr trainieren könnt. Ich selber werde auch hier hin und wieder mal was machen und aktiv sein. Gegen ein paar von euch zocken, weil warum nicht? Ihr könnt euch zum Beispiel, wenn neue Patches rauskommen, darüber unterhalten, was ihr davon haltet. Ihr könnt eigentlich alles Mögliche machen. Dann, der nächste Channel ist Film und Fernsehen. Ich will hier gerade mal gucken. Ich glaube nämlich, habe ich da was verkackt? Ah nein. Doch. Film und Fernsehen ist dasselbe wie der Medien-Channel, so ziemlich. Das werde ich jetzt auch nebenbei gleich umbenennen. Und zwar ist es eigentlich, wie der Name bereits sagt, wenn ihr irgendwelche Videos oder Filme, Anime, Manga, einfach alles in diese Richtung, da könnt ihr hier darüber reden. Natürlich auch für die Oldschool-Menschen unter euch. Bücher zum Beispiel muss ich mich mit auskennen. Ich habe jetzt gerade im Urlaub, ja, hatte ich schon im Video... Okay, ihr habt es noch nicht gesehen, weil ich hatte eigentlich bis Ende der Woche vorproduziert. Ich glaube, das Video kommt Samstag, wo ich über eine Buchreihe, die ich begonnen habe zu lesen, rede. Deswegen, ihr könnt da eben überall so etwas reden. Medien kommt gleich weg. Mehr oder weniger lustige Memes erklärt sich, denke ich, von selber. Postet eure Memes. Die meisten werden nicht lustig sein, wir sind hier auf Discord. Aber scheiß drauf, die Beschreibung sagt eigentlich alles aus. Hahaha, lustig wie meine Witze. Vorschläge und Feedback. Ja, sagt eigentlich auch so ziemlich alles. Vorschläge und Feedback, die ihr entweder zu diesem Discord-Server oder zu meinem YouTube-Kanal habt, könnt ihr gerne da abgeben. Was ich auch hier schon geschrieben habe. Bitte nicht als Vorschlag schreiben, kauft ihr eine Capture Card. Ich habe dazu ein Video gemacht. Capture Card nicht ansprechen hier bitte. Punkt.
Ansonsten eben Feedback und Vorschläge für einen Discord-Server und meinen YouTube-Kanal. Ich habe auch überlegt, deswegen bin ich auch ein bisschen durcheinander gekommen mit Medien und dem anderen. Ja, ich werde euch wahrscheinlich bereits einen aktualisierten Screenshot einblenden. Ich mache das hier gerade nebenbei. RTL-Werbung. Da könnt ihr dann, wenn ihr selber YouTube oder irgendwas habt, Werbung reinmachen. Muss ich die Beschreibung nochmal ändern? Denn das hatte ich ursprünglich überlegt, ob ich es mache und dann erst gedacht, ja, das mache ich in Medien. Dann hatte ich aber irgendwie noch Film und Fernsehen. War seltsam, also RTL-Werbung. Hier könnt ihr euren eigenen Content reinposten. Ich mag es eigentlich, wenn man dazu irgendwie die Möglichkeit hat. Deswegen. Und andere können den Kanal dann stumm schalten. Das Einzige in diesem Channel, bitte nicht Leute markieren. Außer jetzt, es ist irgendwie ein ganz spezieller Fall. Irgendwie, ich weiß, sowas passiert nicht. Verlange ich auch definitiv nicht oder so nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Best of Günther aus der Dönerbude machen würde und mich damit dabei markieren würde, da würde ich definitiv nichts gegen sagen. Aber an sich nicht markieren bei Werbung. Und als letztes der legendäre Zitate-Kanal, der eigentlich euch eher weniger interessieren muss. Denn es ist eigentlich relativ simpel zu sagen. Ich würde hier noch gern das einstellen. Denn es gibt auf so vielen Discord-Servern einfach ganz, ganz tolle Zitate, die man für die Ewigkeit festhalten muss. Ich gehe mal auf einen anderen Server hier als Beispiel, den ich habe. Da gucke ich mal, hier gibt es nämlich so einen Channel, Out of Context. Lasst uns all die weißen Mütter hier herausbefördern. Also das war jetzt scheiße übersetzt, das ist ein englischer Server, aber... Yay! Also für dumme Zitate geht's dahin. Jeder, der dem Server beitritt, wird den Rang Walross erhalten. Es wird ein oder zwei Mods geben, die dann aber schon aus meinem Bekanntenkreis sein werden in der Regel. Und natürlich den Gildenmeister Günther. Also tretet dem Discord-Server gerne bei. Ich freue mich über jeden, der mit dabei sein will. Und wir sehen uns dann hoffentlich dort. Wenn irgendwer einen Kanal nicht abonniert hat, steht dir trotzdem frei, im Discord-Server zu joinen. Aber du könntest es natürlich auch einfach ändern und jetzt auf den Abo-Button drücken. Wir sehen uns. Bis bald und ciao.